Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Bloody Plus. Ich meine, DSD Steve und Euer Let's Play Retro World. wir sind hier immer noch auf der Route 224 und es wird Zeit, sie abzuschließen. Uns erwarten noch ein paar Trainerkämpfe oder ein paar Items, die wir natürlich einsacken werden. Jan Mega. Ja, haben wir ja perfekt Logo gefunden. Ja, mit Flammenblitz natürlich. Ja, Luftschiss ist natürlich auch übel. Das ging uns sehr effektiv. Ui. Ja, so viel zu. Na gut, das war halt auch ein Volltreffer. Ist halt schon bitter. Und natürlich steigert es seine Initiative. Dann holen wir Sidramon rein für Eistrahl. Oho, Petramon ist tot. Ja. Hätten wir vielleicht auch wiederbeleben sollen. Aber na gut, das können wir nach dem Kampf immer noch machen. Genau. Eistrahl. Ja, Jan Mega haben uns aber schon des Öfteren ausgelassen. Ja, das haben wir. Aber es passt halt zur Generation. Das kam mit der Generation 4 ja dazu. Und sie haben ja Käfer ziemlich verstärkt. Genau. Und ja, das sieht man bei dem auf jeden Fall schon. Ja. Und Wow, ja. zieh dieses Käferbrummen viel ab, ey. Hat Stärke 90, Mann. Das ist so gesehen, wenn du, wenn das Käfer-Pokémon auf Speziallauf ist, ist es halt besser als Kreuzschere. Ist mal echt krass. Also so gut wie der Handpuls. Macht halt einfach 90. Boom. Ja, auch Mamunte ist natürlich jetzt ein dummes Pokémon, dummer Gegner. Alle, die sehr effektiv sind, sind irgendwie tot. Das ist was? Mammutl? Das wäre wohl vage, ja. Mamunte ist, Ist doch Bodeneis, oder? genau. Ja, dann ist doch Sidramon super. Surfer drauf tot. Das stimmt, ja, ist richtig. Ja, ich habe jetzt an Eis gedacht und Drache und so. Aber Glaube, ja. du hast eher immer im Kopf, dass Wasser auf Eis nicht sehr effektiv ist oder so. Ja. Okay, wahrscheinlich bringt es uns um. Glaube ich auch. Warum ist unser Team auch so langsam? Das ist gar nicht so. Nee, das stimmt nicht. Unser Team ist eigentlich relativ schnell mit Quaker und Buhu. Ja, kann man trotzdem eigentlich nicht. Bahamut-Wutanfall. Ja. Weil das ist ein physisches Pokémon, vielleicht hat es keinen Eisstrahl. Das sieht mir jetzt nicht so aus, als könnte. Na, Eiszahn wird es wahrscheinlich können. Es wird auf jeden Fall irgendeine Eisattacke beherrschen, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass Bahamut es mit einem Angriff tötet. Blizzard. Und trifft Ja. natürlich. Ja, es ist tot. Glaube ich leider auch. Eventuell überlebt das ganz knapp. Nee, kein Blizzard. Okay, gut. Natürlich Volltreffer aus Prinzip noch. Jetzt aber Quaker Erdbeben. Ja. Noch ein bisschen. Dann hätten wir mal wieder ein Team wiederbeleben, wa? Ja. Das war leider recht teuer. Das nächste Pokémon Center ist leider ganz schön weit entfernt. Ja, das ist irgendwie schlimm, dass sie da nichts hingesetzt haben, ne? Ah, was? Ambidibel. Das ist einfach nur normal Pokémon. Hol ich mal Buu rein. Wenn Buu das schafft, dann könnte er auch ein Level abkriegen. Ja, Das wäre echt ganz gut. Psychokinese halt. Na klar. Okay. Wie Buu mal einfach keine Trefferpunkte hat. Das ist aber ganz normal. Ja, super. Muss er das sein? Und da, wie versprochen, das Level ab. Schauen wir uns das Level mal an. Ach, naja, gut. Wesen Spezialangriff bis 3.
Weißt du, ich würde wirklich wünschen, du würdest mal einem Pokémon ein Sonderbonbon geben. Denk dran, du kannst mit einem Sonderbonbon auch ein Pokémon wiederbeleben. Ja, stimmt. Aber das müssen wir jetzt gerade nicht tun. Das können wir ja machen, wenn wir nach Level 90 sind und wir Probleme haben mit der Pokémon-Liga oder womit auch immer. Also ich sag mal, ganz am Ende kann man durchaus auch auf Teammitglieder noch die Sonderbonbons benutzen. Ich meine, was soll man sonst mit denen? Die Pokémon wollen wir ja danach nicht weiterverwenden für Wi-Fi oder so. Von daher kann man das am Ende schon tun, aber vorher halt nicht. Ja klar, ich meine momentan, also man kann zwar nicht sagen, dass die schnell wachsen, aber sie wachsen immer noch schneller, als wenn sie 20 Level mehr hätten. Ja klar, 20 Level mehr wären schon ganz cool, aber haben sie halt nicht. Und 20 Level grinden ist auch für jedes Pokémon richtig Arbeit. Ja, deswegen spielt man auch normalerweise in diesen Spielen nicht so hoch. Ja, richtig. Nehmen wir an, zur Zeit kannst du die Top 4 auch gar nicht nochmal machen. Doch, ich glaube, doch, ich kann die sofort wieder machen. Also man muss hier den kompletten, alles was danach kommt, musst du nicht mal nur sofort gleich das Rematch machen, wenn du willst. Ja gut, aber wenn es das Rematch ist, dann ist es ja auch blöd. Also es ging ja darum. Wie bitte? Es ist sofort Rematch, ja. Naja, das ist echt blöd. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier oben auf jeden Fall noch ein Item sein. Gegen Tangolist nutzen wir für unsere Kampfattacke. Wie das Team einfach schneller ist als wir. Hab ich doch gesagt, unser Team ist langsam. Also ja, bis auf Quaker und Dingsbums. Quaker ist halt einfach nur sinnlos schnell. Stell dir Quaker mit Abgangsbund vor, Mensch. Und das wäre echt richtig. Mit Abgangsbund? Ach ja, stimmt, klar, genau. Ja. Ja, das wäre eigentlich ganz cool, aber das kann er wahrscheinlich nicht lernen. Nee, ich glaube, es gibt keine nicht. Weiß nicht, ob es überhaupt Nichtgeister gibt, die es dann lernen können. Kannst du mal kurz nachgucken. Ich guck's gleich nach, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, vielleicht irgendwie noch Psycho 4 oder so. Aber. Ja, ich denke vielleicht noch Unlicht, aber ich denke mal Instanz ist schon eher eine Psycho, eine Geisterattacke. Also eine Attacke, die Geist-Pokémon haben sollten. Den Überball-Pokémon direkt. Mal schauen, was wir noch hier bekommen. Ja, genau. Smogon, Smogmog und Buin, genau. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Okay. Also das ist jetzt nur in der zweiten. In der vierten kommen noch Baldurfisch. Stimmt, aber haben wir schon mal gesprochen. Wie sind das Buska eigentlich? Buska und Noctuska noch. Hornweisel und Frostodetie und Giratina. Ne, halt, wir lernen nur in Hardcore Soul Silver. Okay. Aber das ist ja cool, dass Tuska und Noctuska das lernen. Ja, aber kommen sie vernünftige Attacke. Nee, das lernen sie in der dritten, also nur in Feuerrot und Blattgrün. Und Megani ist mit einem Feuerblitz einfach tot. Ist ja auch schlecht. Das ist irgendwie ein Dino halt. Und genau solche Dinos sind halt ausgestorben wie Megani. Aus diesem Grund, ja. Ich meine, ich stelle mir vor, alle Dinosaurier werden so schwach wie Megani. Ja. Wie sollen die denn überleben? Zumindest keinen Meteoriten, der so schön feurig warm ist. Ja. Der sehr effektiv ist. Oh, ein Meteorit steht ein. Meteorit ist sehr effektiv auf Megane. Ich finde das aber echt krass, dass hier Feuerrotblatt Grün schon so vieles mit Attacken verändert haben. Machst du auch was mit deinem Mikro oder so? Weil irgendwie wirkt das so. Das klappt ziemlich auf dein Mikro. Ich habe es eigentlich gerade ganz normal in der Hand. Hm. Soll wahrscheinlich gerade gewesen sein, weil ich es auf mich draufgelegt habe, um hier was zu klicken. Okay. Ah, ich weiß nicht, was davon alles in der Aufnahme am Ende bleibt, weil es hat ziemlich hier rumgeklackt. Deswegen kurz der Hinweis. Ja. Übertrank benutzen.
Hör halt auf, dass Quake noch gar kein Item trägt. Ja. Ich wüsste jetzt aber auch nicht so wirklich welches. Ja. Also wir könnten. Das könnten wir ihm dann geben. Gesteinsattacken kann er nicht. Bodenattacken verstärken. Ja, das und ein Drachentrainer. Ich hoffe, du hast dein Team vor dem Kampf nochmal geheilt. Ja. Super, wir können hier nichts. Ich bin für Kraxler benutzen. Weil Durchbruch und Flamme sind alle nicht effektiv, also Kraxler. Ja, mach Kraxler. Ich glaube auch, das ist das erste Mal, dass wir Kraxler innerhalb eines Kampfes einsetzen. Ja. Und ich habe es ein bisschen zum Trainieren benutzt. Wenn nur rennen, wenn ich noch ein bisschen Schaden, es leuchtet. Okay. Einfach mal zu verwirren. Und macht schon ganz gut Schaden. Ah, Himmelsfeger. Ich hätte eigentlich gar nicht mehr gedacht. Ja, das würde uns wahrscheinlich einfach töten. Ja, natürlich. Stärkste Flugattacke. Genauso wie Solarstrahl brauchst du eine Runde zum Aufladen. Kann man die aber genauso wie Solarstrahl irgendwie umgehen, diese Aufladerunde, oder? Ich weiß es nicht. Müsstest du selbst mal nachgucken. Was, wir sind schneller als Altaria mit Zidramon. Der schlechteste Drache, ne? Ja. Aber fürs normale Durchspielen ist Altaria schon gut genug. Brutalander. Dann kommen wir Knackrack oder Dragoran. Verdammt, schade. Ich hab das mal eine Eisstrahl durchbekommen. Okay, wow, Himmelsfeger hat sogar nur 90% Treffgenauigkeit. Oh, wir haben es überlebt. Sehr schön, Eisstrahl natürlich direkt. Ich hoffe einfach mal auf One-Hit. Ja. Himmelsfeger hat auch eine erhöhte Volltrefferquote. Ja, das weiß ich. Das ist ganz schön krass. Vor allem in der ersten Generation gab es die schon. Welches Vieh hat denn das gelernt? Lavados, glaube ich. Eigentlich blöde Frage. Ich kann es einfach nachgucken. Aber das werde ich auch gleich tun. Und noch ein Sidra King kommt. Hol ich mal Bahamut rein. Ja, okay, in der ersten Generation gab es wirklich nur Lavados, der das konnte. Und es gab es halt als TM. Genau, ja, daran erinnere ich mich noch. TM42. Wir sind natürlich schneller als Zidramon, als Zidra King. Nein. Und ich hoffe mal, dass der Wutanfall ist umringt. Na, ja, also nämlich keins mit Verteidigungs-EVs. Im Nachhinein ist das doch ziemlich cool, dass wir es mit Verteidigungs-EVs trainiert haben, ne? Irgendwie schon, ja. Obwohl es ja eigentlich damals unabsichtlich war. Nehmen wir mal Sidramon wieder. Ich sag einfach mal, wir brauchen Logok nicht mehr. Altaria ist ja echt extrem schlecht. Vier Drachenverhältnisse, ja. Naja, es ist halt wirklich... Was Fahrtungknoten? Wir haben gerade einen Fahrtungknoten gefunden. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, einfach mal nachschauen, ne? Was? Ein Item zum Tragen wird der Träger vernarbt? Gilt es auf. Okay, Schwachsinn. Stand da nicht verwirrt? Vernarbt. Ach so, vernarbt. Ja. Altaria ist fürs normale Durchspielen der dritten Generation schon absolut ausreichend. Klar, ich meine, es ist halt. Ich guck mal nach einem Pokémon, mit dem man es vergleichen könnte von den Werten her. Weil Glas ist nicht sonderlich stark. Ich glaube, das Problem ist auch ganz einfach wieder in der dritten Generation, dass du halt auch Libeldra als Konkurrenz hast. Das ist mir einfach deutlich besser. Ich vergleiche die beiden einfach mal. Also die Typ-Kombination von Libeldra nur schon macht's doch aus. Und der 78 meine ich für Sidramon. Und ja, Verteidigung plus 3, wie wir es natürlich haben wollen. Für unseren Tanker.
Die Beldra ist ein bisschen besser. Die Es nimmt sich jetzt nicht so viel. Ja, die Typkombination ist wahrscheinlich gut, vor allem dann noch mit Schwebe. Ja. Und ja, hier haben wir es halt, wenn man halt diesen Event hat, geht es halt hier noch weiter. Wird das Ganze halt verlängert und da kann man dann die Legende fangen. Und dann sind wir jetzt eigentlich mit der Route hier durch. Items hast du jetzt alle? Ich gehe davon aus, ja, also auf jeden Fall alle wichtigen Items. Dann, ja, dann kaufen wir noch ein bisschen Kumo, möchte man noch schnell ein. Na, was machen wir dann als nächstes? Als im nächsten Part werden wir dann den Kampf nochmal antreten. Den Doppelkampf. Okay. Den ja der meiner Aerodactyl Toxin beizubringen. Oder wollen wir es nicht machen? Wollte das nicht irgendeine VM, die wir noch gebraucht haben? Oder war das nicht irgendwas? Ah ja, stimmt, wir wollten noch Pedramon wieder auflockern, verlernen lassen. Für? Das ist einfach wieder raus. Ich überlege selbst gerade für was. Aber wenn Pedramon auflockern verlernt, dann hat er Aerodactyl ja trotzdem erstmal. Ja, schon mal auflockern war jetzt nur für diesen zweiten Teil der Siegesstrafe. Genau. Ja, hier, wenn wir die vergessen haben, hier bekommen wir die tolle Kumu-Milch. Da haben wir vielleicht nochmal 2 Dutzend Flaschen. Guck mal, wie schnell wir wieder an Geld hier kommen, ne? Ja, und ich meine, wir sind halt so gesehen mit dem Spiel durch. Wir haben halt das Geld von dem Top 4, wir haben halt das Geld von den 10 Trainern, die wir jetzt in den letzten Die beiden... Top 4 habe ich schon ausgegeben gehabt, das Geld. Okay, na gut. Dann haben die Trainer ja in der letzten Zeit ganz schön viel Geld gegeben. Aber na gut, es waren ja auch mehr als 10 Trainer, die wir besiegt haben. Es waren bestimmt so 20 oder so. Ja, so habe ich 36 Flaschen Kumu-Milch geholt. Das dürfte reichen. Und ja, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Wir gewinnen hoffentlich einen Doppelkampf. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehört, DSD Steve und... Let's play Retro World. Ciao!